Leute, der Proteus hier. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Alien Isolation. Ich hoffe mal, das wird die letzte Episode. Ich habe ja jetzt in der letzten Folge der Torrents das Andocken ermöglicht. Der Plan jetzt ist, zur Luftschleuse zu gelangen. Da begeben sich zur Luftschleuse. Ich glaube, ich muss mir auch einen Anzug besorgen, um dann nach draußen zu kommen. Ja, mal sehen, was passiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Jetzt bin ich total... Komische Alien ist sehr aktiv. Ja, sehr aktives Alien. Übel. Das kriege ich von zwei Seiten den Arsch aufgerissen, oder wie sehe ich das? Ja, da war ich ja schon. Jetzt sind die zu zweit. Ich hau mich weg. Ach du liebe Zeit. Und da soll ich jetzt durch. So quasi. Genau, hier war das mit den Raumanzügen. Jetzt bin ich doch, glaube ich, an der Luftschleuse, ne? Scheiße, was ist denn jetzt? Scheiße! Ja, sag ich ja, Scheiße! Gehen Sie zurück zur Luftschleuse. Ja. Krass.
höre. Da läuft wieder. Boah, da kommt so ein Geier. Das wird der Mama bestimmt gar nicht gefallen. Wo? Was? Bitte? Vor allen Dingen kann der Große ja dann gar nicht weit sein. Denke ich mal. Boah. Ja, super. Kein Flammenwerfer mehr. Das ist mies. Was ist denn hier mit dem Elektroschopper? Bräuchte ich irgendwas zum Draufhauen, damit ich zuhauen kann? Irgendwas anderes? Ach komm, scheiß drauf. Ach hey. Ich kann nichts machen. Oh, jetzt habe ich ihn auch noch verärgert. Scheiße. Ja, so ganz ohne Flamme ist das auch nicht so schick. Ach, Jemine. Ah, super. Boah. Ei, ei. Ei, 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 ei. Ja gut, ist der einzige Weg, ist auch schon mal viel wert. Flammenwerferöl, sehr gut. Wenn auch wenig, aber immerhin. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo was. Ja. Damit mache ich Lärm. Also ein bisschen mehr Öl hätten sie ja kredenzen können. Vielleicht habe ich was übersehen, ich höllenvoll.
Ja. Dann klettern wir mal. Flammenwerferöl. Das wird immer gern genommen. Hier Leuchtfackel. Sonst nicht. Ach du Scheiße! Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Tja, nichts einfacher als das, ne? Kreis gelaufen oder irgendwie sowas. Da traue ich mir auch zu. So, wo bin ich jetzt? Öl ist immer gut. Aber zum Speichern wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, ich gehe erstmal die Treppe. Guck mal, was es da so gibt. Ja, da fällt mir die Entscheidung dann ziemlich leicht. Oder Entscheidung wird leicht gemacht. Dann bleibt ja nur noch diese komische Schleuse. Ach ja. Kann ich direkt hier zwischen so komischen Eiern rumkrauchen? Kein Flammenwerferöl. Hier geht's nicht weiter. Okay. Ist doch nicht, oder? Mein Gott.
da weg ist, braucht ihr auf jeden Fall erstmal Urlaub. Vielleicht sollte ich machen, dass ich da wegkomme. Riley! Riley! Sind Sie hier? Bitte antworten Sie! Ja, super. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evakuieren Sie zur Wartungsbühne. Es befinden sich explosive Wolken auf der Notentriegelung. Beeilung, Sebastopol fällt schnell. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Entriegeln Sie die Tor... Eieieiei. Wie lange halte ich das aus? Was ist denn mal mit dem Medipack? Ob das was bringt. Nicht so wirklich. Boah, wenn ich wüsste, wo ich hin muss, verdammt. Ich speichere mal vorsichtshalber. So, nü. Oh, Hölle. Das ist natürlich super, wie behäbig sie sich jetzt bewegt. Lauf, Forrest, lauf! Allerletzter Kraft hier. Oh, gut, dass das nur ein paar Stufen sind. Ja, und hinter den Stufen noch mehr Stufen. Nein. Bereiten Sie das Ausklingen vor? Ja, gerne.
Ach, hier. Unü. So. Zack, Schlüsselkarte. Bewege ich dich doch, Perle. Zack. Zerstören Sie die Bolzen. Bla bla bla, Danger. Ja, einfach mal alles drücken, genau. Was dauert das alles, ey? Komm, drück doch den Knopf jetzt. Weg zur Brücke. Oh, kann die den dummen Anzug denn nicht ausziehen? Hier mit ausziehen. Hallo. Ah. Natürlich voll falsch. Verlaine? Oh.
Was jetzt? Ja, das ist es tatsächlich gewesen. Hammerfinale, würde ich sagen, auf jeden Fall. Was die sich jetzt geopfert hat, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, die überlebt. Auch wenn mich das Spiel einige Male echt geärgert hat und mich an Rande der Verzweiflung getrieben hat, muss ich eigentlich doch so im groben, großen Ganzen sagen, war sehr unterhaltsam, streckenweise echt sehr spannend und naja, bereut habe ich es nicht. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Let's Play gut unterhalten und ihr seid auch bei meinem nächsten Projekt wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt sauber und haltet euch senkrecht, euer Proteus. Ciao.